Wir sind live in der Pistol. ESC darf als CD starten. Pascha auch schon mit in den Contact, geht aber letztendlich zu A. ESC dort sogar schon zu dritt am Start. Jetzt die Flash fürs Haus. Mal sehen, ob Tess davon blind ist. Ne, sieht noch viel. Boah, schön links, rechts. AD, AD und beide Frags auch gezogen. Dritten sogar gemacht und Helly. Dürfte das sein? Ja, sein Nickname nicht ganz ausgeschrieben, aber das ist auf jeden Fall Helly. Oh, schöner Head. Oh, rechnet sogar so halb damit. Schöne Pistol von Tess. Hydra da? Nee. Oh, doch. Ah, danke schön. Gut, also jetzt die Verwirrung weg. Ist sie hier mit dem erwartungsgemäßen guten Start ins Spiel. Boah. Nette Glocks gegen Pascha. Gucken auch nur mit Glock Eco, hat sie sich da gepickt in der Pistol. So, wer steht da? B. Neo ist das. Schön die Nate geworfen, die ging aber ins Leere. Direkt auf die Nate dann gepickt. Schön von Lord. Dann jetzt auch Action so gut wie ausschließen, somit wird es relativ deutlich, wo es hier hingeht. Wir können auch schon direkt. Alle T's auch schon low. Da sollte ich hier wenig Probleme haben, die Runde klar zu machen. Hilft auch. Und Kuben hilft nochmal. 2:0 für die Polen. Pascha dürfte man jetzt legen wahrscheinlich. Ach, dieses Droppen. Einfach so gut. Posi von Tess. Das ist aber blind. Go erfolgt noch nicht. Die Bombe ist am B. Neo gerade am Schieben. Oh, merkt jetzt, dass. Gute Ansage, gut kommuniziert von ESC. Dass da noch nicht die Bombe angesagt wurde. Oder gesagt wurde, dass da kein weiterer Go erfolgt. Und jetzt Neo da gut gestanden. Macht auch beide easy für ihn. Sehr schön. Dann nochmal das Verschieben abgebrochen. Allerdings, wenn die Russen da eher am Haus oben sind, dann haben sie Neo. Dann können sie legen. Also müssen sie aufpassen. Oh, Smoke liegt nicht. Hält die mit Awe. Ich bin sehr mittellastig auf. Vor A ist überhaupt niemand. Neo direkt mit einem Molly. Hat auch ganz gut damaged, aber schon gemacht. Schön von Tess. Macht ESC gut, laufen da nicht dumm in die Mittelspieler rein. Ah, schönes Aiming von Tess. Ah, da fehlt aber auch der Refrag, der geht halt einer allein kurz vor und der Rest macht gar nichts. Schön abgelenkt. Sehr schön gemacht. Keine Probleme dafür, Lord den Frag zu ziehen. Und in der zweiten Mitte. Ist jetzt auch bekannt. Ah, schöner Frag nochmal für den Helly, aber Lord hat schon hinten dicht, Tess Mitte dicht. Eneo pusht doch schon hinten rein. Also Helly hat gerade komplett in die Zange genommen. Machen es auch nicht dumm, zeigen sich da nicht. Oh, hat ihn gesehen? Ja, scheinbar nicht. Oh, hat Tess ein bisschen gebraucht, aber am Ende Helly den Schuss versetzt, verschossen. Somit 4-0 ESC. Relativ leichtes Spiel hier gerade. Oh, 4-Mann sogar noch ohne Frag. Hält sich Helly hier mit ein paar, aber davon sind man zwei
jetzt am Ende und die waren halt total unwichtig. So, Eco bei den Russen. Heli allein über Keller, der Rest vor A. Ah, ne, Huxflux noch mit oben. Ja, ne? Auf dem Mate kann man mal schießen. Kleines Handicap ist immer gut. Vor allem, wenn man hier sowieso schon hinten liegt. Also alles safe gerade bei ESC. Russian Roulette. Das ist ja nicht wirklich ein Gegner gerade. Bisher zu keiner einzigen irgendwie knappen Situation gekommen. Überall sind die Fracks für ESC gefallen. Und so wird es, denke ich mal, auch weitergehen. Ich bin jetzt ein bisschen was anderes. Direkt Richtung A. Der ist da auch schön Anti-Flash gestanden. Noch schönes Pre-Aim von Lord, muss man sagen. Ah, da wollte er gerade die Flash fordern, aber Smoke ist noch da. So, jetzt gibt es die Flash. Step an. Sehr schön. Kann auch zweit noch ansagen. Vielleicht hat er sogar die Bombe gesehen. Flasht sich nochmal. Oh, er wird schön reingedaddelt. Nur auf Gesicht gegangen. Boah. Boah. Ganz stark von Tess. Sehr, sehr schön geaimt. Aber der Go halt unglaublich schlecht. Lassen sich da einfach komplett in der Action auseinandernehmen. 6:0. Tja, wenn das so weitergeht, dann wird das hier ein schnelles 6:0 vielleicht. Aber der ist wirklich eine Bank. 12:0:0. Wie sehen die Pings eigentlich aus? Alle ähnlich. Vielleicht weiß es jemand, ob ESC im Bootcamp ist. Würde mich mal interessieren. Pings sind doch sehr ähnlich alle. Lass doch, boah, lass doch drauf schließen, dass hier ESC sich schon im Bootcamp für die Copenhagen Games befindet. Wird das Pro übrigens auch im Bootcamp, laut Getrade. Spielen ja auch nachher noch gegen NIP. Wird das letzte Spiel heute Abend sein. Um 22 Uhr. Bin ich auch mal gespannt. Das kann sie vielleicht noch reißen. Oh, den kriegt er noch. Aber jetzt die Nate. Finde ich ihn und Kuben leider nur mit 23 HP. Oh, und da finde ich ihn auch, die Nate. Sogar mit 3 Mann überlebt. Also erste Equipped Round hier an Russian Roulette. 6:1. Ist ja aber locker mit Geld. Pascha auch direkt mit Autosniper. Also sag ja, das wird so ein kleines Einschießen werden hier für ESC. Ein etwas ernsterer PCW vielleicht. Finde ich interessant, wie Lord das da immer spielt. Oh, so eine Fläche für Mitte. Aber nicht rumgezogen. Kuben spottet da noch für ihn. Pascha wartet dann nur auf die Ansage von Kuben. So, wird wieder den Frack gesetzt. Aber den zweiten nicht. Er ist oben Haus gecheckt. Kann somit auch ansagen, dass das wahrscheinlich kein Go wird. Oh, Kuben. Boah, jetzt sind schon B raus. Und jetzt muss Kuben kurz abpassen. Jetzt die Hits. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Neo am B gestorben. Leider nicht gesehen. Könnte sogar die zweite Runde werden, wird es wahrscheinlich auch. Ist hier sehr weit davon entfernt, irgendwie auch nur in die Nähe der Bombe zu kommen. Das ist auch viel Zeit. Ich glaube nicht, dass sie es hier noch ernsthaft versuchen wollen. Die Bombe tickt auch schon viel zu schnell. Tess will hier noch ein paar Exit-Tracks ziehen. Hauen aber alle über Base ab.
mir noch eine Waffe nicht. Kann somit auch droppen. Der ist halt auch richtig viel Kohle. Diesmal Connector rein. Oh, schade. Oh, macht aber ganz guten Hit. Oh, direkt der Eier-Move. Mit Balls of Steel geht's da Mitte hoch. Keine Flash weiter. Sehr schön. Schießt auch relativ langsam mit der Waffe. Scheint zumindest so. Könnte natürlich auch am Goat-TV liegen. Oh, perfektes Teamplay von Tess. Einfach instant der Refrag. Pickt vielleicht auch die Autosniper, ne? Und der Cover folgt am A. Diesmal Lord die Posi von Tess so halb eingenommen. Oh, oh Gott. Was Lord da nochmal hochspringt, aber zum Glück war Tess schon wieder da. Oh, schien da auch über von hinten zu kommen. 7:2, also für ESC. Nächste Krypton auf ihrem Konto. Hat sich wieder eine Autosniper geleistet. Die macht ja auch sehr viel Damage. Weiß gar nicht, wie viele Hits man braucht, um einen zu killen. Müsste man mal testen, aber ich glaube, mehr als 3 dürften es nicht sein. Jetzt auf jeden Fall durch. Boah, Kuben, dreh dich weg. So, wem? Ach, Kuben sieht ja nicht gut aus an kurz. Schauen wir uns, wie man da noch machen kann. Boah, schöner Step von der, von die. Die. Also B auf jeden Fall unsafe. Kann man so festhalten. Wenn sie wieder safen gehen, haben sie keine Chance. Sind beide auch kurz bekannt. Test gleich noch ein bisschen bei Exit Tracks den Versuch wieder setzen, aber hauen diesmal auch kurz ab. Also auf jeden Fall gut, dass sie hier noch ein paar Fracks ziehen wollen. Boah, das schaffen sie auch. So, er überlebt das Ganze sogar noch. Krass. Sehr schönes Spiel von Tess bisher. Aber B müssen sie ein bisschen Gas geben. Können wir gut vorstellen, dass die Rosen jetzt einfach nochmal B anspielen. Natürlich auch durch Paschas Tod der B-Spot quasi geöffnet wurden. Also kurz geöffnet wurden, besser gesagt. Boah. Da konnte man anscheinend nicht bangen. Da hätte Hits bekommen. Boah, schon wieder Mitte an Safe. Da sind ja jetzt doch schon relativ oft die Fracks in der Mitte. Boah, bitteres Timing. Müsste aber die Steps hören. B ist gleich wieder einer draußen. Mate ist aber da. Er zielt auch nicht. Und jetzt sieht er... Oh, jetzt hat er ihn hinten am Jay gesehen. Und er legt an... Boah, krasser Spray von Neo. Kann er da noch einen machen? Tess müsste jetzt... Ah, war leider zu weit weg. Aber der Junge ist heiß. Boah, aber Heli auch. Gibt der Exicht und Lord ist ganz, ganz weit weg. Jetzt auch schon Posi bekannt. Schleicht auch Keller rein. Boah, was ist das denn bitte? Wer ist denn überhaupt ins Meer? Ins Meer, hehe. Luxlux ist es nicht. In Sommen müsste das sein. Ich glaube, ich sehe jetzt, wie viele Runden waren das in Folge? 2, 3? Och, Leute, wie ihr den Schatten da sieht. Sehr geil.
Also müssen sie sich mal jetzt ein bisschen drauf einstellen, damit sie nicht immer einfach mal die Frags kassieren. Dann dutzt momentan die Schwachstelle. Pascha fällt da viel zu oft. Kuben Neo sind da am B auch nicht so solide aus. Okay, pushen jetzt direkt Mitte. Oh, geht leider nicht auf. Macht sehr viel Damage gesetzt. Oh, Tess. Oh, Gott. Oh, er kommt noch. Ich wollte schon sagen, er kommt nicht ernsthaft danach weg. Schön von Lord wieder am A. Action Effect gesetzt. Macht auch wirklich einen hervorragenden Job. Zusammen mit Tess, die meiner Meinung nach gerade der Beste auf dem Server. Aber ist schon einer raus. Das muss ekelhaftes Timing gewesen sein. Neo kann da auch nicht wirklich was machen durch die Smoke. Sieht jetzt schon wieder was. Sehr schön. Kann den Feuerspieler machen. Problem ist, vorne am Jungle steht einer. Oh, und Mitte. Jungle weiß Kuben wahrscheinlich nicht. Bombe bei D. Oh, der schiebt B. Und Huxlux hat eine sehr gute Pose jetzt. Er ist low. Wenn Kumi ihn killt, kann er es auf jeden Fall machen. So, jetzt auch die Info, dass B gelegt ist. So, was hat er kurz überlegt, glaube ich, ob er drauf geht, aber hat er auch kein Kit. Nicht mehr viel Equipment. Na, jetzt war das Kit gepickt, aber auch schon zu low HP. Hat er einfach spekuliert. Wird sich das wahrscheinlich auch schon vorher so halb überlegt haben. Schade, aber nächste Runde für die Russen. Bisschen, schade, dass sie es hier nicht, weiterhin so dominiert. Da geht dann ein bisschen fahrlässig für meinen Geschmack. Das gegen den Tabellenletzten sollte eigentlich nicht passieren. 5 T-Runden ohne Pistol sind schon ganz okay. Darauf kann man aufbauen. So, in some Action schon den Nate gefangen. Oh, was ein Timing. Smoke lag gerade rechtzeitig noch. Auch wieder diesmal auch komplett defensiv. Jetzt die Smoke. Kuben auch komplett def auf Spot. Also sie haben jetzt schon ein bisschen umgestellt. Spielen das Ganze sehr defensiv jetzt. Oh. Schönes Spray für Kuben. Wusste da genau, dass da einer im Eck steht. Neo hilft auch von oben. Oh, nice. Also wenn sie einfach mal defensiv hinten stehen, aimen sie sich einfach weg. Keine Chance für Russian Roulette. Jetzt mal in der Mitte, noch keine Bombe. Die ist, glaube ich, schon kurz down. Ja, da liegt sie im Eck. Ach, schön, Kuben ist im dritten. Und Pascha vielleicht von oben jetzt. Schade. 4 AP runtergeschossen. Kein Problem, es ist hier die Runde zu finishen. Na komm schon. Kuben mit seinem vierten, aber da hat Pascha gute Vorarbeit geleistet. Das war doch mal eine schöne Runde. Endlich mal ein bisschen auf das Spiel eingestellt von Russian Roulette. Einfach da weggeaimt am Spot. Sehr schön gemacht von Kuben und Neo. 8:5. Russian Roulette auch kein wirkliches Geld. Auch sehr inkonsistent dort. Einer hat relativ viel, der Rest wenig. A. Schade. Nate war eigentlich ganz gut vom Timing her, aber war noch nicht ganz oben. Da überkreuzt. Boah, das kriegt direkt Headshot. Schön von Lord. Das ist auch so ein kleiner Standard-Move mittlerweile. So eine kleine Standarddeckung. Da überkreuzt. Dass da einer L-Kisten steht.
an einem Spot, dass man schön kreuzen kann. Gefällt mir. Hat man ja bei Maus, sieht man ja bei Maus auch ab und zu. So, 10-5 wäre jetzt fast schon Pflicht. Und diesmal auch direkt Richtung B. Und zwar über Keller. Das ist interessant, wie Lord da immer. Also, Lord auch eine der wichtigsten Spieler, meiner Meinung nach. Mirage. Ja, auch wieder mit Molly. Na klar, in der letzten Runde, wenn man eh viel Geld hat, kann man sich nur ruhig leisten. Boah. Schön von den Sommen, schönes Pre-Aim. Aber auch direkt drauf. Letztes ist noch bekannt. Boah. Schön von Pascha. 10-5. Hier die Führung für ESC. Aber haben für meinen Geschmack viel zu viele Runden abgegeben. Mal schauen, vielleicht ist ja sogar was drin noch für die Russen. Nach einem kurzen Spot geht es hier weiter in rund 30 Sekunden. Bis gleich. Ach, fick. Ja, sorry. Ich drück da echt immer viel zu früh drauf. Also, sorry für alle, die jetzt zu früh die Werbung bekommen haben. Ich drück da echt immer zu früh drauf, aber okay. Kurzer Kommentar-Check. So, also Lags sollten mittlerweile wirklich nicht mehr an mir liegen. Daher ruhig mal an die eigene Nase fassen. Schneller Bego von EC. Schönes Brett von Pascha. Schieben da auch direkt. Sonst darf man nicht zu viel Risiko eingehen. Hat aber noch gute Smokes. Daddelt man schon ein bisschen rein. Kassiert auch die Frags verdientermaßen. Boah, kommt Neo. Jetzt aber der wichtige, oder wichtig, dass da ein Spieler fällt. Somit konnten sich beide auch auf den gleichen dann konzentrieren. 11-5, zweite Piste für ESC. Und jetzt sollte es eigentlich ein leichtes sein, das Spiel nach Hause zu schaukeln. Drei Runden werden denen jetzt quasi fast geschenkt. Gerade die P2000, ja, eigentlich gar nicht so stark. Also wenn ihr den Spot sehen wollt, dann natürlich muss der Adblock aushaben. LOL. Also ihr seht, daddelt die schon gut rein, muss man sagen. Schön von Neo. Schön auch noch nicht direkt rausgesprungen, sondern noch kurz gewartet. Weiß ja genau, hat eh kein Kit, hat somit sehr viel Zeit. Schön gemacht von Neo, da nicht direkt die Pose zu verraten, somit das 1-on-1 easy gewonnen. Ja, also ich nutze bei der Starladder hier, gibt es ja immer so 45 Sekunden Zeit zwischen den Halbzeiten. Und das nutze ich halt immer, mache einen Spot auf Twitch. Und sollte eigentlich nicht wirklich stören. Ja, und um den zu sehen, natürlich müsste er Adblock aushaben. Sonst wird es natürlich weggeblockt. Ist klar.
sich einfach normal entschieden, B zu gehen. Diesmal daddeln sie jetzt auch nicht einfach so rein. Ziehen da einfach ein bisschen defensiver ab. Versuchen jetzt hier auch die wichtigen AKs zu behalten. So viel dazu. So, Waffen bei den Russen. Lord. Schauen wir die Ansage nicht ganz. Kapiert. Ne, er deckt jetzt Action ab. So, wird wohl am Ende ein Argo geben. Pascha allein in der Mitte. Der Rest gleich macht sich bereit für Smokes etc. Smoke, Connector müsste noch kommen. Yep. Flashes kann man auch. Schönes Opening von Tess. Boah. Ich dachte, der ging an Tess, aber Kuben war schon unterm Holz da. Lol. Oh Gott, da kam die Ansage nicht. What the fuck? Eieieiei. Also ESC macht sich's Leben dann. Ja, er vermutet. Ja, ernsthaft gerade gedacht, dass das ein Connector nach einem ist. Also die Kommunikation hier bei den Russen irgendwie nicht so top. So, wichtiger Refill von Taz. Oh, da verlieren sie sich echt. Oh Mann, ey, wenn ESC einfach mal ein bisschen direkt den Sack zumachen wollen würde. Ist ja wirklich einfach nur wollen würde. Ist ja nicht so, dass sie es nicht könnten. Ich meine, haben drei Fracks gemacht. Und dann fahren sie da wieder einfach nur rein, gehen da unnötig offensiv. Klar, sie wissen genau, sie sind hier überlegen. Sie können jederzeit, denke ich mal, auch umschalten und dann den Sack dicht machen. Dann gibt's halt, verfällt man halt mal so ein bisschen in Duddle-Modus. Will da ein paar Fracks nachziehen. Sein Ego ein bisschen pushen. Kann ich alles nachvollziehen. Ich meine, am Ende ist der Score auch egal. Bin jetzt auch wieder was Schnelles zum B. Mini-Dönerspieler gefallen. Zwei jetzt aber schon in der Küche da. Boah. Jetzt räumen sie wirklich gut auf. Schön von Tess dann noch den Schuss dodged. Boah, zweiten auch direkt gesehen. Und den schnappt sich Lord. Ah, das ist sogar noch fast besser, denn Russian Roulette muss jetzt sparen. Ja, haben da eigentlich null Geld. 1-4. Der Einzige, der ein bisschen Kohle hat, ist Delmic. Von daher war es eigentlich gar nicht so schlecht, die Runde zu verlieren. Obwohl es natürlich wirklich super unnötig war. Hier ist sie wirklich mit guten Gas hier unterwegs. Boah! Huxhucks auch mit schönem Headshot. Boah, Tess. Das ist so bitter von Tess. Er checkt halt jedes Eck. Und dann wird er einfach von einem City überfahren, der da durch die Smoke vorgegast kommt. Oh, Zom. Schön nochmal umgedreht von Pascha. 15-6, das Draw somit schon mal sicher. Russian Roulette wird jetzt auch nicht so viel Geld haben. Reicht hier nur für M4, kleine Weste, wenn überhaupt. Farmers nur MX7. Hier sogar, glaube ich, noch P250. Also viel Equipment ist das nicht. Ich sehe, ich spiele auch nochmal den B-Split scheinbar über kurz. Gibt Mitte-Push. Oh, hä? Was hat Pascha da gemacht? Wo hat er denn den gezielt? Vielleicht auch ein Leck gehabt oder so? Muss sich am Sack kratzen? Keine Ahnung.
Aber ESC wird jetzt erstmal richtig unter Druck gesetzt. Boah, Test fährt einfach raus. Checkt nicht mal das Eck. Dann wird es doch nochmal eine Runde mehr geben, wahrscheinlich. Wobei. Was ist jetzt? Boah, zwei sind halt richtig low und Lord hat gleich ein Safe. Vielleicht wartet er auch noch. Boah, schön verkuben. Nice. Und da drehen sie auf einmal. 2 gegen 2 rausgeholt. Aus einer 2 gegen 5 Unterzahlsituation. Haben sogar auch die Bombe. Ach, keine A, wir könnten da eigentlich relativ easy kurz durch. Haben noch 35 Sekunden. Müssen da selbst auch ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen. Noch beide am A. Der eine war sogar blind eben. Jetzt auch eingespottet. Also Lord hat die Steps vielleicht sogar gehört. Aber schöner Laufweg eigentlich, da nochmal über B-Haus kommen. Und auch schön gewartet von Insom. Wartet er auf seinen Mate, macht er gar nicht so schlecht. Boah, aber Kuben gibt X. Und jetzt sind B-Haus oben. Der wird von Lord auch noch gemacht. Schönes Spiel hier von ESC am Ende. Oder insgesamt eigentlich sehr dominant. Das am Ende das Spiel jetzt auch letztendlich auch gewonnen, erwartungsgemäß 16:6 der Endstand. Und schön jetzt nochmal die letzte Runde gedreht. Das 2-on-5.